Ich habe vor Jahren auch mal ein Weihnachtsspecial hochgeladen mit so einem alten Tomb Raider-Teil. Und der war auch in Venedig, glaube ich. Allerdings war dieser Custom-Level echt weird. Ich weiß bis heute nicht so ganz, was ich dazu sagen soll. I also get 5G with my new SIM card to prank people. Have fun with that. Jetzt kann er sie sogar in Echtzeit pranken. Love that. Entschuldigung. Mann. So. Okay, ich bin ja nur ganz, ganz knapp am Leben und wir haben keine Medipacks mehr. Also zumindest keine großen. Naja, ist nicht schlimm. Ich sollte hier halt wirklich nicht so rumgeizen. Die Sache ist, immer dann, wenn man halt nicht rumgeizt, dann. Ups, aufstoßen. Dann fehlen die einem einfach irgendwann. And the person I messaged, a spam message to, blocked me. I don't understand why someone would do this. Kann ich überhaupt nicht verstehen. Wieso blockiert man jemanden, der einem Spam-Nachrichten schickt? Skandal. Ich hab was vergessen. Moment, ich hab was vergessen. Me neither. Uhu, kein Spam. Keine Dingens. Keine Soundbugs. So. Das habe ich vergessen. Ich hab Bock. Ich sag's euch, wie es ist. Moment. Er hat ein Midi-Pack gedroppt. Aha, ich lieb's. Ich lieb's, wie sie das sagt. Das ist so mein favorite part of die alten Tomb Raider-Teile. Dieses Aha ist einfach Gold. So. Wunderbar. Och, Lara. So. Jetzt beginnen wir schon mal mit der Randale, würde ich sagen. Ich muss einmal kurz gucken. Ja, hier sind wir. Okay. So. Wieso sind hier so viele Hunde? Bisschen nervig. Ja, ich habe ja vor ein paar Jahren Tomb Raider 3 gespielt. Das war eigentlich auch ganz lustig, aber ja, jetzt Tomb Raider 2, das war einfach so. Ich habe es einfach schon länger gefühlt und ich hatte es auch schon echt länger auf dem Plan, dass ich das machen möchte. Aber ich habe mich irgendwie nie so dazu durchgerungen. Einfach weil es schon manchmal anstrengend ist mit Lara. Ich sag's, wie es ist. Aber naja. So, wir müssen jetzt noch woanders lang. Ich muss nur kurz suchen, wo lang. Hier lang. So, jetzt müssen wir wieder nach oben. Ich werde sehr, sehr oft speichern. Ich habe euch ja vorgewarnt. Wunderbar. Ein Glück, dass ich gespeichert habe. So. Und hiernach haben wir auch schon beim letzten Mal aufgehört. Also ab da weiß ich nur noch so grob von meinen Erinnerungen von vor 10 Jahren oder so, wo grob was ist. Ich habe das Spiel halt wirklich vor 10 Jahren das letzte Mal, glaube ich, gespielt. Wunderbar, das ist zwar an sich gar kein so schlechter Weg, aber nicht der Weg, obwohl wir machen es jetzt einfach diesen Weg lang. So, wir müssen einfach nur noch hier rein und müssen hier jetzt halt den Schlüssel benutzen, den wir gefunden haben. Und dann haben wir es.
My American friend is stupid, Bootshot-Schlüssel. That sounds amazing. So. Früher bin ich tatsächlich nicht mit dem Boot dahin gefahren, wo wir jetzt hinfahren, sondern ich bin einfach hingeschwommen. Aber Überraschung, wir können einfach ein Boot benutzen, das brauchen wir nämlich sowieso irgendwann. Es ist halt schon lustig mit dem Boot. Jemand hat auf uns geschossen. Und ich sehe nichts. Ah, Moment. Wunderbar. Ja, da kommen wir wohl nicht mehr hoch. So. So, hier müssen wir hin. Obwohl, wir können eigentlich auch direkt so hier rein. Das weiß ich noch. So, manche Menschen mit Gehirn verwenden jetzt einfach diese Tür hier. Hallo Ratte, tust du mir was? Sie tut mir was. Ich denke nicht. Lara ist kein normaler Mensch. Sie randaliert einfach direkt. Der hat eine Maske auf. Was in was für einem weirden, weiß ich nicht, Fetischclub sind wir hier gelandet? Das gefällt mir jetzt nicht so gut. Aber sieht auch lustig aus. So. Fetischclub, ich glaub's wohl. Dieser Marco Bertulli scheint wohl irgendwie, weiß ich nicht, ein Puffbesitzer zu sein oder so. Woher hat er diese ganzen Masken? Okay, in Venedig kann man die halt wirklich an jeder Ecke kaufen. Ich war da auch schon das eine oder andere Mal, aber es ist halt einfach lustig. So. Jetzt müssen wir mal schauen. Das war jetzt nicht der Plan. Danke, Lara. So. Okay, unser Boot ist schon oben. Ich möchte aber tatsächlich noch einmal ganz kurz hier runter. Und ich möchte mich hier noch so ein bisschen umschauen. Hier wird wahrscheinlich wirklich nichts mehr sein. Nehmen wir mal eine Fackel. Ich höre noch eine Ratte. Hier ist ein Dingens. Wie geht's hoch? Ich nehme jetzt einfach gerade mal die Pistole als Leuchtmittel. Ich denke mal, das ist aber einfach nur dafür, dass man das Boot im Notfall holen kann, falls man hier runter geschwommen ist. Hier ist auch ein Secret, wunderbar. Zum Glück haben wir nachgeschaut. Bin so froh, dass die Bugs gefixt sind. Ich sag's, wie es ist. Aber ja, wir sind einfach nur hier. Ich sehe gerade genauso wenig wie ihr, falls ihr euch wundert, was tut der da? Ich sehe selbst nicht viel. Ich gucke einfach nur, was geht. Hui. Moment, ist das das Goldene? Und das Grüne finde ich dann wahrscheinlich nicht. Ich sehe das schon kommen. Ja, als Strafe müssen wir dafür jetzt hier so durchwarten, aber das ist okay. Damit gebe ich mich zufrieden. Das heißt, wir haben jetzt schon das Silberne und das Goldene. Uns fehlt nur noch das Grüne, lol. So.
bin selbst überrascht, dass das funktioniert, was ich tue. Früher wusste ich tatsächlich, wo in jedem Level alle Secrets sind, aber das ist mittlerweile einfach raus aus meinem Kopf. Da bin ich jetzt auch nicht unbedingt traurig drum, aber Moment, hier genau, hier war so ein Hebel. Oh, ich hätte hier auch einfach tauchen können. Wunderbar. So. Okay. Ich überlege gerade, welche Level es hier überhaupt noch danach gab. Und ich muss selber sehr, sehr stark überlegen. Oh, Musik. Okay, hier müssen wir jetzt noch nicht lang, glaube ich. Aber die Musik ist ganz cool. Hallo. Noch so ein Fetischtyp. Wir müssen mal schauen. Hier gibt es tatsächlich noch sehr, sehr viel zu sehen. Wir müssen erstmal schauen, wo alles ist. Ah, ja, hieran erinnere ich mich. Tatsächlich erinnere ich mich sogar daran, wie ich dieses Spiel zum ersten Mal gespielt habe. Ja, er schießt halt die ganze Zeit auf uns. Oh, wir nehmen mal ein kleines Midi-Pack. Mann, ich bin dumm. So. Bisschen Munition. Can Lara swim? I was gone. Yes. Lara can swim. Ah, ja, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Das war Dingens. Ja, ich muss gerade wirklich überlegen, wie das ging. Wir müssen hier halt wirklich dann gleich so einen richtig weirden Abgang machen. Wir nehmen jetzt einfach schon mal einen Teil dieses Abgangs mit, einfach weil es lustig ist. Es gab so einen Schnellmode. Ich muss überlegen, mit welcher Taste das war. Ah, ich habe die Taste gefunden. Okay. Is this a game you love as well? Yes, it is. Oh, die Tür hat sich geschlossen. It's really funny, but sometimes Lara is really annoying. Juhu! Ja, da sieht man, wie annoying ein Mensch sein kann. Sie ist hier einfach komplett am Eskalieren, aber ich lieb's tatsächlich. Wir müssen hier aber noch ein bisschen mehr machen. Ich muss nur überlegen, wie was ging, wo was war und alles. Oh, hier ist ein zweites Boot. Ja, das werden wir auch benötigen. Ach komm, man gönnt sich sonst nichts im Leben. Ja, außer hier runterzufallen, weil man dumm ist. Lol. Titan plus points, amazing stunt. Lara is just crazy. So. Ah ja, jetzt langsam kommen so ein bisschen in mir die Level zurück, die es noch gibt.
Hier weiß ich, dass dort Minen sind. Die müssen wir natürlich loswerden. Und wir sind wieder ganz unten angekommen. Überraschung. Oh Mann. So kennt man das ja von ihr. Aber ich bleibe bei unserem guten Boot. Wir werden das schlechte Boot jetzt opfern. Das schlechte Boot ist in dem Fall das neue Boot. Das, was hier steht, das gehört anscheinend auch diesen Leuten. Dementsprechend kann das halt weg. So, wir müssen halt relativ viel Anschwung aufnehmen. So, das ist schon mal der Speed. Und dann müssen wir einfach nur noch rausspringen. Spring raus. Uhu, das hat funktioniert. Ich habe da aber gerade was gesehen. Das muss ich einmal ganz kurz erkunden. Und selbstverständlich auch einmal speichern. Und ich muss einmal wieder was trinken. Ich denke mal, wir hören einfach mit dem Stream auf, wenn mein Glas leer ist. Wir sind jetzt nicht mal bei der Hälfte tatsächlich. Oh Mann. Aber es ist einfach wirklich das Beste, hier einfach sich so ein großes Glas zu holen und dann da einfach irgendwas reinzumachen. Und dann, ja, muss man nicht die ganze Zeit nachfüllen. Ja, Lara, einfach wunderbar. Wirklich, ich bin stolz auf dich. Ich habe da schon wieder was gehört und ich möchte es eigentlich gar nicht hören. Ich wusste es. Und auch noch zwei von denen. Wir müssen als erstes den mit der Waffe unschädlich machen. Okay, den sind wir schon mal los. Au. Oh, ich bin schon wieder fast tot. Ich bin so dumm. So. Midi-Pack. Es wäre nett, wenn jemand von euch... Ah, er hat eins gedroppt. Okay. So. Stählerner Schlüssel, gut zu wissen. Nee, hier war tatsächlich nichts mehr. Es hat funktioniert, okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Einfach für den Fall der Fälle. Wo bin ich hier? Ich habe keine Ahnung. Ah, okay, das hilft mir schon mal weiter tatsächlich. So. Das jetzt nicht. Nix. Ich wusste es. Nerviger Sack. Mann, die droppen alle entweder große Medipacks oder Munition. Ich brauche kleine. Ich habe davon noch nicht genug. Beziehungsweise, hab ich überhaupt noch welche? Ich glaube, ich habe gar keine mehr. Ach. Das Leben war echt besser, als ich dieses Spiel auswendig konnte. Dann wusste man einfach immer, wo alles war und konnte die halt alle direkt hops nehmen. Okay, hier ist nichts mehr. What's the temperature for you? I don't know right now, but in this room I have 24 degrees. I think that's okay. 12 for me. This is not fair. Sollte auch nach Schottland auswandern. Ich sag's euch, wie es ist. It is fair. No, it's not. Maybe I should move to Scotland. Sollte das nicht hochgegangen sein? Oder bin ich dumm?
War das vielleicht die andere Seite? Ja, das deswegen, also die Frage hat sich gerade selber beantwortet, ob ich dumm bin. Ich bin einfach aus dem fucking Boot gesprungen. Warum? Ach, ich hasse es. Ich hasse es. So. Maybe you should. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich muss auch gucken, wo ich herkam. Ich habe keine Ahnung, wo ich. Ah, okay, das ist die Schleuse. The temperature tomorrow is here 18 degrees. Let me check on mine. Wie warm wird's morgen? Wir können würfeln. Also bei mir werden es morgen 33 Grad. Ja, das geht ja noch, ne? Ich habe mit mehr gerechnet. Tomorrow here will be 33 degrees. Just amazing. Okay, hier links waren wir ja jetzt eben. Hier habe ich ja die Boote zerstört. Und das ist auch der Ort, wo wir hin müssen. Das ist. Aha, have fun with. Have fun in 33 degrees. I will have fun because I have an AC, so. I don't care. Hier ist jetzt offen. Okay, also war das einfach das Falsche, was ich gemacht habe. Das ist nicht offen. I hope your AC breaks. I don't think so. It's not that old. Überleg gerade, wir haben irgendwas fehlt, glaube ich, noch, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt schon alles gemacht habe. Hier ist auch noch was. Ah, okay. Entschuldigung. Ich hab Ratten gehört, sage ich ja. I hope you have to go outside for like 2 hours. Maybe I will go outside, but just for fun. Vielleicht mache ich es wirklich, also morgen rausgehen. Hätte ich schon irgendwie Bock. Ich möchte nicht, aber ich muss. Maybe I have to go outside in 33 degrees, but you have to go outside in rain, so. I don't know what's better. Ich weiß gerade gar nicht, was ich da drin überhaupt getan habe. Aber ich glaube, das war das Ding hier, oder? Entschuldigung, wer sind Sie? Er hat sogar einen Pferdeschwanz. Wie weird sieht er lustbitter aus? Ein bisschen lustig auch, aber eher weird. The thing is, I'm used to the rain. The thing is, I'm used to the heat because I have an AC. So ist es. So, was geht hier so? Ich habe anscheinend irgendwas richtig gemacht. But you said on Twitter, if you don't die of heat stroke. Yes. That's true. Maybe I will die, maybe not. We will see. Der Hund ist eigentlich eher unwichtig gerade. Hören Sie bitte auf. Und bitte hinterlassen Sie ein Medipack. Danke. How do I find out if I die? I don't know how you find out if you die. Oh, wir müssen eins benutzen. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Oh. How do I find out if you die? It is what I meant. Ah, okay. Now I got it. I don't know.
If I'm not posting anymore, you know, that maybe, maybe I will be dead then. Was ist das da oben? Was soll das sein? Eine Fernsehantenne? Ich habe keine Ahnung. Ach komm, das müssen wir ein bisschen mehr fancy machen, wie sie hier runterspringt. So. When I throw a party, I have to give someone a little time out here. Nein, mache ich jetzt nicht, aber you know. Ich dachte, das wäre hier gewesen. Ich kenne aber auch ehrlich gesagt gerade den Befehl für Timeout nicht mehr, deswegen mache ich das jetzt gerade mal nicht. So, ich speichere jetzt hier. Nee, Moment, wir müssen das Boot noch ein bisschen anders hinstellen. Und zwar hier. So. Jetzt gehen wir hier raus. Ich muss wieder nach ganz oben. You're in München, right? No. I'm not in München. But I think it's not that far away. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo ich lang fahre. Ich sag's, wie es ist. Nein! Das Ding ist zu. Wie öffne ich das bitte? Ich hab keine Ahnung. Okay, ich bin einfach schlecht. Sagen wir, wie es ist. Okay, das Tor ist jetzt zu. Wie mache ich das auf? Wie öffne ich das? War ich hier schon? Von hier komme ich. Ich überlege, wie ging das? Ach stimmt, Moment, hier ist ja auch noch so ein Ding, ne? Habe ich zufällig einen Schlüssel? Ich glaube, ich habe einen, oder? Habe ich einen? Ja. Was ein Zufall. Oh Mann. Ich liebe diese Probleme, die sich von alleine erledigen. Opens map on phone, goes to Germany, finds München, looks around. Rosenheim, no. I will never tell you that, where I am. I don't want to have any stalkers. So. I mean, it's not like I'm asking for your address. Okay, jetzt haben wir's. I will not give you my address either, so. I think München is not that far away is enough. So. Hier gibt es heute keinen Leak. Zumindest nicht, während ich mich mit diesem Spiel rumschlagen muss. War ich da schon? Ja, da war ich schon. Moment. Moment, 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 Moment. Ich dumme Sau. Da oben ist das grüne Secret. Ich hasse mich. Okay. Wir müssen gucken, wie wir da hochkommen. Es ist grün, das heißt, es sollte eigentlich offensichtlich sein, aber ich bin so dumm und check das wahrscheinlich nicht. Aber ich habe schon eine Idee. Wir gehen mal hier hin. Und springen einfach hier ab. Ja, das hat super funktioniert. So. Ich will wieder randalieren.
Geht das auf? Nein. Sieht nur so aus. Uhu. There's like random number address in where you... In wherever you are. Yes, that's true. So ist es. Aber ich denke, das, was ich gesagt habe, das reicht erstmal. So, jetzt müssen wir den ganzen Spaß nochmal neu machen. Ich muss das Boot wieder perfekt einparken und alles. Haben wir jetzt alle Secrets? Ja, aber stimmt, der Level Venedig ist ja gar nicht so groß. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Venedig an sich hier in Tomb Raider ist schon ein bisschen größer, aber nur hier, wo wir uns jetzt aufhalten, was Venedig heißt, das ist gar nicht so groß. Oh. Anyways, yes, anyways, it's hot outside.